Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf den morgendlichen DAX-Trade vor. 14.600 ist the big number. All-time high. Wir versuchen es. Wir versuchen es, diese big number zu traden um 8:32 Uhr. 14.592 gehen wir short. 14.607 gehen wir long. Wir bleiben wie immer auf diesem Chart und schauen uns das Ganze an. Gestern Abend zu unserer Zeit 18er Boxen, 21er, 20er waren einiges an kleinen Boxen. Das ist jetzt die Handelszeiten 15 Uhr, eine 17er Box, eine sehr seltene Box. Wow, schöne Bewegung hier gemacht. Die 12er Box auch hier eins und spätestens beim zweiten richtig hochgelaufen vor den wichtigen Wirtschaftsnachrichten. 13,5er 1 und raus dort unten. Also, das sind die, ich würde sie sagen, Premium-Boxen aktuell. Wenn die Märkte unter 30 sind, wenn die Märkte unter 20 sind noch da, da ist wirklich eine sehr hohe Signalgüte da. Ja, ich weiß, der eine oder andere denkt jetzt, dann könnten wir ein bisschen das Risiko erhöhen. Würde ich nicht machen, aber vielleicht auf einen Ausbruch dann aus der Zone dann spekulieren, das würde Sinn machen und vielleicht ein Tickchen mehr mitzunehmen. Aktuell, wie gesagt, haben wir eine Big Number und wir blicken mal jetzt auf den gestrigen Tag in den Vola-Boxen. Zu unserer Morning Session gab es ja nicht so viel zu fischen. Wir sehen es hier, war denn schön Ping-Pong um 17 Uhr und dann zu unserer Zeit oben rein, da sind wir raus. Und dann gab es hier nochmal um 10.21 Uhr da oben raus. Und dann war es das eigentlich hier nochmal um 11 Uhr oben raus zu Big Number. Denn hier also war doch noch einiges an Bewegung da. Gut, wir haben Zeit. Big Number ist platziert und wir blicken jetzt auf Bitcoin. Bitcoin auf dem Weg zum All-Time-High und habe eine lustige Geschichte heute Morgen gehört. Da hat ein Trader, ein Investor einfach mal aus Bock vor einigen Wochen ein, ja, wie so ein Blog aufgemacht und hat dann dort gepostet, dass er Insider wäre von Tesla, Programmierer und im Wert und dort gepostet hat, dass Tesla im Wert von 800 Millionen Euro Bitcoin kauft. Das war also eine Fake News und dann war da auch nicht so viel Bewegung drin und dann hat er das Ding zugemacht und zwei Wochen später, wie wir alle wissen, gab es dann die Meldung, dass Tesla tatsächlich für 1,3 Milliarden, glaube ich, Bitcoin gekauft hat. Und daraufhin hat dieser Trader wieder in seinen Blog reingeschaut und dann waren natürlich da schon einige mehr und da hat er reingepostet, seht ihr, hatte ich doch recht. Ja, wie gesagt, er hat sich hat praktisch Fake News da betrieben. Daraufhin hat das Ganze, weil dort ein, ja, YouTuber war, hat das Ganze viral Dynamik bekommen und bis nach Amerika natürlich. Und dann hat die Washington Post, Wall Street Journal und noch viele, viele andere berühmte Zeitschriften angefragt. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe sowieso auch keine Lust auf Journalisten irgendwie. Ich troll die auch. Und hat dann gesagt, dass er im LSD-Wahn war. Also LSD genommen hat und dann eine göttliche Eingebung gehabt hat, dass Tesla dann für 1,3 Millionen, also dass er für 800 Millionen Aktien, also Bitcoin kauft. Und das wurde dann tatsächlich in der Washington Post, glaube ich, oder im Financial Journal, Financial Times Journal, abgelichtet. Oder, und das muss man sagen, in der Zeit befinden wir uns jetzt an der Börse. Es gibt skurrile Stories, Wahnsinn-Stories aktuell, was nicht normal ist. Ich glaube, GameStop gestern hoch bei 300, ja, ist dann innerhalb einer kurzen Zeit wieder um 50% wieder runtergelaufen. Also es sind sehr, sehr viele Verrückte gerade am Markt. Aber diese Phasen hatten wir immer wieder. Bitcoin jetzt in Richtung von 55.000, also All-Time-High, war gestern
mal angeteasert. Wir sehen die Box hier bei 57, also wir steuern auf die 60 zu und Bitcoin macht hier also 10.000 Euro oder 10 Dollar Sprünge. Das ist schon verrückt. Bleiben wir bei Bitcoin und schauen uns den Wochenchart an. Der sieht auch sehr, sehr bullisch aus. Gehen wir zum DAX rüber. Auch der sieht extrem bullisch aus. Also wir sind dort raus und haben auch hier All-Time High. Gold hat auf dem 100er gleitenden Durchschnitt erstmal gehalten. Da haben wir eine blaue Sonne. Die Technologiebörse ist gestiegen. Tesla, wollte ich nur auch da nochmal erwähnen, hat gestern, glaube ich, den größten Anstieg ihrer Börsengeschichte mit plus 20%. Tesla gestern plus 20%. Der Markt hier, wir sehen, Technologiebörse, er dreht, hat also noch keine Short-Bestätigung auf Wochenbasis bekommen. Auf Daily-Basis sehen wir, das ist Tagesbasis. Wir haben den Boden erstmal hier bei 12.200, aber noch kein Long-Signal. S&P 500, da dreht der Markt. Hier gab es diese kurze Short-Bewegung für unsere Strategie. Da ist der Trade auch in den Gewinn gelaufen. Und jetzt dreht er. Es ist für uns aber kein Long-Signal. Warum nicht? Weil wir keine blaue Sonne haben, kein signifikantes Tief. Gut. Ja, ansonsten Partystimmung haben wir gestern in den Nachrichten ja auch gehört. Das Konjunkturpaket ist durch. Ja, jetzt ist die Frage, was kommt jetzt noch da, was kommt noch danach? Ja, man schaut sich Konzertanbieter an, Eventium, glaube ich, Ticketanbieter stehen kurz vorm All-Time-High. Ja, obwohl Konzerte noch nicht da sind. Also man, in den Kursen ist schon extrem viel Euphorie eingepriesen. Jetzt muss geliefert werden irgendwann, weil die Börse nimmt ja vieles vorweg. Und da bin ich sehr gespannt. Letztendlich schauen wir jetzt mal auf den DAX und konzentrieren uns auf unsere Strategie 14.579 aktuell. Big Number ist oben hin platziert, untenrum ist 14.500 und dann haben wir hier den Daily Pivot direkt bei der Big Number von 14.500. Blicken wir nochmal auf die Gesamtrange von gestern. Dann gehe ich mal auf den 5-Minuten-Chart. Mach das mal ein bisschen kleiner. So, da hatten wir das Hoch und das Tief. Das heißt, wir hatten gestern 153 Punkte. Das ist okay. Ja, das Tief bei 14.400. 153 ist im Durchschnitt, also ja 120. Also sind wir ein bisschen drüber. Aber wir hatten natürlich schon mal stärkere Tage. Mal schauen, wie der Donnerstag wird. Wir wechseln. Es ist 8:57 Uhr und wir gehen in die in die Blue Box. Einstieg. Eine 17er Box. Und zwar gehen wir bei 14.590 Long und 14.573 Short. Und es wird um die 72 auch auf dem linken Bildschirm gleich eine grüne Box erscheinen für die Damen und Herren, die einen Hedge haben oder die den Hedge auflösen müssen von gestern. Hier die Box. Also rechte Seite, Blue Box, eine blaue Box. Ein sehr seltenes Phänomen am frühen Morgen, so eine kleine Box. Das liegt daran, dass wir uns in Richtung All-Time High befinden und da werden die Märkte etwas ruhiger. Ich bin gespannt, wo uns der Trade rausholt, ob wir die 14.6 heute nochmal nachhaltig überwinden oder ob wir ein wenig wieder zurückkommen. Es ist völlig egal. Hauptsache, der Markt bewegt sich ein wenig weg von unseren Boxen und das reicht uns schon. Für die Blue Box, wenn es zu einem Worst-Case-Szenario kommt, brauchen wir mindestens 17 Punkte von dem Kurs, also 17 Punkte von 14.590 weg und 17 Punkte von 14.573 weg. Dann sind wir im Gewinn. Das Ganze auch auf der linken Seite. Der Eröffnungstrade kann aber auch kurzfristig hier die Volabox Trade werden. Also es bleibt spannend.
Welche Box wird zuerst getradet für unser Videotagebuch? Noch 30 Sekunden, meine Damen und Herren. 25 Sekunden. 21, der Countdown läuft. Und 9 Uhr. Der erste Trade, meine Damen und Herren, ist eine Blue Box gewesen. Das war der Eröffnungstrade in Trade Nummer 1 in den Gewinn gelaufen und die Blue Box und direkt Short. Wir sind direkt auf der linken Seite in der Vola Box. Es geht jetzt zack, zack. Also bei 14.571 gehen wir Long und bei 14.556 gehen wir Short. Ich verabschiede mich aber bei den YouTubern, sage Tschüss, Erchibetsch. Wir machen jetzt hier weiter, wenn ihr Lust habt, morgen denn wieder. Und bis dahin, gute Trades, bleibt gesund und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.